Ich habe heute irgendwie mal wieder Lust, einen Vlog zu machen. Ich wollte letzten Samstag schon einen machen, aber da war die Einschulung von meinem Neffen. Also da hätte ich durchaus auch filmen können, aber meine Schwester sagt, dass sie nicht möchte, dass das Kind quasi öffentlich, was kein Problem ist und ich völlig nachvollziehen kann. Derjenige, der nicht drin sein möchte, muss da auch nicht drin sein und gerade das Kind kann ich noch nicht für sich selber entscheiden. Und deswegen, das ist nur mein Nachteil, weil ich natürlich dann im Film ein bisschen eingeschränkt bin. Die Einschulung soweit war ganz gut. Das Wetter war nicht so geil, es ist irgendwie nachmittags noch so ein Gewitter aufgezogen. Wir mussten uns dann unter die Abdeckung retten, damit wir nicht alle nachts werden. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, war ganz witzig der Nachmittag und der Abend. Und ja, wie gesagt, mehr gab es dazu nicht zu sagen. Ich konnte, es war sehr witzig, aber man schränkt sich natürlich dann selber ein im Film. Hallo Doggy. Hallo Doggy. Jetzt, wo ich weiß, dass es einen Pausenknopf im Radio gibt, ist es alles viel einfacher. Ja, auf jeden Fall haben wir heute eigentlich gar nichts vor, aber ich hatte irgendwie Lust, ein Video zu machen, weil ich, wie gerade schon gesagt, Samstag keins gemacht habe oder nicht konnte. Und, worauf ich mich aber sehr freue, ist der kommende Samstag, weil da ist wieder Drachmo-Rennen. Und darauf der Sonntag ist der Saisonstart des American Footballs wieder. Und ich hoffe, dass das erste Spiel von den Seahawks am Sonntag direkt gut ausgeht. Wenn nicht, bin ich traurig. Komm mal. Hallo, drück rauf. Drück rauf. Genau, zieh das Ticket. Zieh das Ticket raus. Ja. Der neue iPhone-Hülle. Alter. Was? Ist das nicht ein bisschen groß? Nö. Ist perfekt so. Ist perfekt so? Und wenn es für das Plus irgendwann eine gibt, wenn ich das Plus haben sollte, dann kaufe ich dir auch. Nimmst du jetzt Unicorn-Käse? Nein, jetzt. Und Dragon? Aber du bist ja schon. Hat zugemacht! Passiert. Ich habe meinen Arbeitgeber gewechselt. Ich habe jetzt einen anderen Job, was glaube ich ziemlich wichtig ist, denn viele Leute haben mir auch noch geschrieben hinterher, dass sie davon gar nichts mitgekriegt haben, dass ich gar nicht mehr in der Firma arbeite und so weiter und so fort. Und das sind ja immerhin 4 Jahre gewesen, die man zusammengearbeitet hat, also mit einigen mehr, mit einigen weniger und tja, traurig manchmal. Aber das Leben geht weiter. Und was ich auf gar keinen Fall vergessen darf, endlich, nach langer Suche und den letzten Figuren, ist die Lego Batman Reihe endlich vollständig. Es sind alle da. Und noch ein paar übrig. Sag ich hier 6, 7? Ah, ist okay. 7 Stück von 20 Doppelte haben, falls mal eine abhanden kommt. Damit sind sie alle vollständig. Und wenn ich Glück habe, sind sie irgendwann mal was wert. Auf jeden Fall noch mehr von der süßen, liebreizenden, treuen und unglaublich hübschen Henriette sehen möchte. Der Doc hat jetzt seinen eigenen Instagram-Account. Dank Caro. Der kann sich den gerne mal aufrufen und liken, abonnieren und süße Hundebilder und Videos sehen. Hast du schon Videos hochgeladen? Hm. Videos gibt's auch? Ich glaube schon. Also zumindest gab es schon mal eine Story, eine Instagram-Story. Da könnt ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen. Nur ein kurzes Update, was in der letzten Zeit so passiert ist und dass Henriette jetzt einen Instagram-Account hat. Das Wichtige an dem Blog war auch, dass ich das ausschließlich nur mit dem iPhone gefilmt habe. Und man sagt immer, die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat. Und jeder hat ein iPhone, Android, Samsung, Smartphone, irgendwas dabei. Also wenn auch du einen Vlog starten möchtest, dann fang jetzt an. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Jeder
hat ein Smartphone in der Tasche und mittlerweile, also das iPhone 7, mit dem ich filmen kann, mittlerweile auch schon 4K. Wenn man das in 1080p ausgibt, dann kann man das noch runterskalieren, umso besser wird die Qualität oder kann reinzoomen, was auch immer machen. Jo, und damit sollte es gewesen sein. Ach, fast vergessen, ich will meinen PC verkaufen. Will jemand meinen PC kaufen? High-End-Gaming-PC und so? Hm? Eine Adresse?